Boah, Räuchlin. Was ein ätzendes Thema. Naja, Reuchlin hat dieses Jahr seinen 500. Todestag und wurde in Pforzheim geboren. Ist doch ein naheliegendes Thema. Eigentlich ganz simple Logik. Ja, aber nur weil sich Pforzheim jetzt mit Reuchlin als Sohn rühmt, muss ich mich jetzt wieder mit so einem Kunstthema auseinandersetzen. Ich meine, in fast 2000 Jahren Stadtgeschichte muss es ja mal irgendwer zu was gebracht haben. Außerdem, der ist nur hier geboren, war eigentlich sein ganzes Leben woanders. Hat's halt auch nicht ausgehalten hier. Ja, aber er hat sich immer Pforzheim verbunden gefühlt und seine Bibliothek quasi Pforzheim vermacht. Und er war in Ingolstadt im Asyl, quasi wie bei dir. Also wer, wenn nicht du, sollte dazu einen Film machen? Ja, genau, Asyl, ich. Was gibt's denn eigentlich bisher für Videos über Räuchli? Reuchlins Werk jedoch wird. Johannes Reuchlin hinterließ seiner Heimatstadt eine wertvolle Sammlung. Seit 7. September ist es eröffnet, das neue Museum Johannes Reuchlin. Der weltweit bekannte Humanist wurde im Januar 1400. Auf den Spuren von Johannes Reuchlin. In der Goldstadt wird Geschichte lebendig. Historiker. Ist das langweilig? Sorry, Olaf, nichts gegen dich, aber ihr habt recht. Da muss man was machen. Klingt logisch. Aber was? Ich hab's. Ich mach Reuchlin einfach modern. Was? 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 Klappe, du kannst gar nicht sprechen. Also, Reuchlin ist ja nur so langweilig, weil so langweilig über ihn berichtet wird. So monotone Fernsehberichte halt. Ich muss ihn einfach nur modern erzählen für junge Leute, so wie die es gewohnt sind. Snapchat-Filter und 9:16-Format? Menschen. Nee, ordentlich. Also pass auf. Reuchlin ist vor allem bekannt für sein Buch, den Augenspiegel. Außenspiegel? Nee, Augenspiegel. Es war seine Antwort auf seinen Gegner Pfefferkorn. Pfefferkorn? Ja, Pfefferkorn. Der war Teil der sogenannten Dunkelmänner und wollte jüdische Bücher vernichten. Bücherverbrennung. Die Eltern unter uns kennen das noch. Menschen. Jedenfalls, Reuchlin hat dann gemeint, verbrennt nicht, was ihr nicht kennt. Der hatte die Bücher nämlich gelesen, weil er als einer der ersten Deutschen Hebräisch konnte. Man nannte ihn auch das dreisprachige Wunder. Naja, aber er und Pfefferkorn, die beiden waren eben Rivalen. Pfefferkorn versus Reuchlin! Wie hat wohl deren Sternenhimmel ausgesehen? Der Weltraum. Unendliche Weiten. Klappespock. Übrigens weiß man gar nicht, wie Reuchlin aussah. Und was hat er noch so gemacht? Er gilt auch als Vorreiter der Reformation. Und durch sein Buch Den Augenspiegel. Außenspiegel? Nein. Also, durch sein Buch steht er eben für Meinungsfreiheit und Toleranz, was ja zu seiner Zeit auch noch ein ganz anderes Thema war. Heute wissen wir, Zeit ist relativ. Gut, das war jemand anderes, aber die Welt sah zu Zeiten Reuchlins noch ganz anders aus. Da war das mit der Toleranz noch ein ganz anderes Thema. Und ist auch immer noch irgendwie aktuell. Naja, aber muss ich auch tolerieren, wenn Superreiche 2022 noch solche Autos fahren und meine Zukunft kaputt machen? Wow. Aber klar.
Bock drauf hätte ich auch. Aber Toleranz ist ja noch viel mehr, richtig, Bock? Toleranz ist eigentlich nur logisch. Und trotzdem erleben wir Intoleranz noch jeden Tag. Menschen. Und auch Meinungsfreiheit ist nicht selbstverständlich. Wir haben uns inzwischen so an sie gewöhnt, dass wir sie manchmal missbrauchen und Fake News zu Meinungen verdrehen. Was sind denn Fake News? Na zum Beispiel, wenn ich sage, deine Nase ist spitzer als deine Ohren. Was denn für eine Nase? Ich denke, Reuchlin ist immer noch aktuell. Also ich glaube, er wird es auch immer bleiben. Das stimmt auch in 250 Jahren noch. Bis dahin, live long and prosper. Ende.